Unser nächster Feind, Catchweight, ist 80 Kilogramm. Wir bitten hierzu zu uns in den Cage. In der blauen Ecke, Carsten Liebig. Zumindest die Musikwahl verrät schon mal, dass der Herr Liebig jung geblieben ist. Ja, kommt hier mit Rap-Musik zum Ring. Die 187 Straßenbande scheint tatsächlich jung geblieben zu seinem Herzen. Ist eine imposante Erscheinung, auch das sehen wir hier. Hat bereits einen Kampf bestritten im Juli letzten Jahres, war das in Heilbronn. Der Kampf endete allerdings nach nur 29 Sekunden. Der Kampf musste abgebrochen werden aufgrund einer Cut-Verletzung. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Deshalb dachte sich Liebig, ich wage noch mal einen zweiten Anlauf. Und tut das hier auf großer Bühne bei GMC. Der zweite Anlauf soll besser werden. Allerdings muss man sagen, ist ein Jahr Pause jetzt auch dazwischen gewesen. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und er hat einen Gegner, der bereits GMC-Erfahrung gesammelt hat. Also das dürfte alles andere als einfach werden hier für den 40-Jährigen aus Erftstadt. Das Alter ist im Sport ja selten der Freund der Athleten, das definitiv. Und dann natürlich im etwas höheren Alter einzusteigen, das macht es auch nicht leichter. Trotzdem Respekt, dass er das hier probiert. Ja, aber man muss sagen, im Kampfsport, im Boxen wie im MMA ist es auch möglich, jenseits der 30 noch Topleistungen abzurufen. Anders als vielleicht im Fußball, wo die Karriere mit Ende 20 denn ja langsam sich dem Ende neigt. Also lassen wir uns mal überraschen, was der Bulldog hier heute zu bieten hat. Sein Gegenüber in der roten Ecke. Wir bitten zu uns Jamal Majidi. Ja, und dieser Jamal Majidi, der ist eine nicht minder beeindruckende Erscheinung. Physisch absolut austrainiert, auch 6 Zentimeter größer als Carsten Liebig, also zumindest auf dem Papier er hier der große Favorit. Auch er hat erst einen Kampf bestritten bislang in seiner Karriere, hat den allerdings gewonnen bei GMC 12 war das. Im September letzten Jahres konnte damals Okan Tikichi durch einen Würger in der zweiten Runde besiegen, einen Rear Naked Choke, also einen Würgegriff vom Rücken des Gegners aus. Der Kampf fand damals im Weltergewicht statt. Er kämpft hier heute also über seinem eigentlichen Gewichtslimit, fast 3 Kilo drüber. Während Carsten Liebigs Kampf im Mittelgewicht stattfand, also in der Gewichtsklasse bis 84 Kilogramm. Erstaunlicherweise war er gestern auf der Waage aber leichter, wog nur 77,8 Kilo. Jamal Majidi also gut 2 Kilo schwerer. Er ist also größer, er ist schwerer, er hat einen Sieg im Rücken. Er ist der jüngere Athlet. Und er weiß, wie es ist, hier als Sieger rauszugehen. Also das hört sich nach einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe an für Carsten Liebig. Aber deswegen ist sie noch lange nicht unlösbar. Der Fighter in der blauen Ecke tritt heute an zu seinem zweiten Cagefight. Er repräsentiert das Chiyoko Gym. Meine Damen und Herren, hier ist Carsten the Bulldog Liebig. Sein Gegenüber ist auch zum zweiten Mal heute da. Er konnte seinen ersten Kampf siegreich gestalten. Er repräsentiert den Fight Club Gelsenkirchen. Meine Damen und Herren, please welcome Jamal Majidi!
Referee in diesem Duell. Steffen Ramelow. Und wir sehen hier diesen massiven Größenunterschied. Das kann natürlich eine Menge ausmachen, solange der Kampf im Stand stattfindet. Auf dem Boden spielt es dann keine allzu große Rolle mehr, aber lassen wir uns überraschen, ob es so weit überhaupt kommt. Bislang die Zuschauer hier Action verwöhnt. Majidi hier sofort mit dem Kick zur Körpermitte und einer schönen Führhand durchgesteckt durch die Deckung von Liebig. Ja, bislang spielt er da seine Größenvorteile aus, aber Liebig schnell rein. Er tut das einzig Richtige hier, überbrückt die Distanz. Um die Reichweitenvorteile zu neutralisieren, fängt sich da aber Jimmy und knockt ihn hier aus mit einer knallharten Rechten. Und genau das meine ich. Mit den dünnen Handschuhen in diesem Sport kann alles passieren. Also nachdem er sich hier im Clinch noch ein hartes Knie gefangen hat zum Körper, haut er hier die Rechte drüber und schickt den haushohen Favoriten Jamal Majidi eiskalt ins Reich der Träume. Ja, er ist zum Glück wieder bei Bewusstsein. Ja, 5 Ringärzte haben wir hier am Cage, die sich um die Sicherheit und die Gesundheit der Kämpfer kümmern. Das ist auch erstmal eine neue Erfahrung, vor allem für so einen jungen Kämpfer, in seinem zweiten Kampf so schwer K.O. zu gehen. Ja, fragt sich da gerade, wo er überhaupt ist. Und hier sehen wir das richtig eingesprungen, fast schon diese Rechte. Ja, da ist auch wirklich das Timing perfekt gewesen, genau getroffen. Genau am Ohr entlang getroffen. Die letzten beiden Schläge, die waren eigentlich nur noch Makulatur, die hätte es nicht gebraucht. Ja, und die Deckung von Majidi auch viel zu tief gewesen. Hat sich da wahrscheinlich ein bisschen selbst in Sicherheit gewogen. Ja, und fängt sich da eine Rechte voll auf den Punkt. Und wie du schon gesagt hast, Andreas, bei diesen dünnen Handschuhen keine Chance. Da sind die Lichter ganz schnell aus. Ja, der freut sich natürlich hier, der Bulldog Carsten Liebig. Erster Sieg im zweiten Kampf. Das mit 40 Jahren. Und wir haben es eingangs gesagt, Andreas, alles hat eigentlich gegen ihn gesprochen. Und der ist jetzt aus seinem zweiten Kampf raus. Und ich habe zwar noch nicht die offizielle Zeit, aber ich würde sagen, der hat jetzt 2 Kämpfe gemacht und das insgesamt in unter einer Minute. Zack, da ist die Rechte. Und so schnell kann es vorbei sein. Damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist es, was den Sport so interessant macht. Auch fairer Sportsgeist hier von Carsten Liebig, der sofort nach seiner Feierarie da auf der Cagewand zum Gegner hingerannt ist, sich nach dessen Zustand erkundigt hat. Kein Kämpfer will natürlich seinen Gegner ernsthaft verletzen hier in diesem Sport. Ja, und er hat natürlich gut lachen hier nach einem so beeindruckenden Sieg. Da gibt es noch das obligatorische Siegerfoto. Und das ist natürlich der lachende Gewinner, vollkommen zu Recht hier, Carsten Liebig. Die Bulldogge hat sich da festgebissen. Und wir schalten mal zur offiziellen Urteilsverkündung in den Cage. Meine Damen und Herren, hier das offizielle Urteil. Sieger nach 24 Sekunden durch Knockout. Blaue Ecke, Carsten, the Bulldog Lee! Kurzarbeit hier heute für den Bulldog aus Erftstadt. Und enttäuschte Gesichter natürlich hier beim Fight Club Gelsenkirchen. Majidi, ein Zögling aus dem Fight Club Gelsenkirchen, aber das gehört natürlich mit dazu. Und das ehrt natürlich auch die Veranstalter, dass sie nicht hier nur irgendwelches hoffnungsloses Fallobst einladen, um ihre eigenen Kämpfer aufzubauen und